für den Wikipedia-Eintrag namens Genetik. Ja. Ja, Wikipedia ist doch keine verlässliche Quelle. Schick die Links, die unten. Deine Mutter ist keine verlässliche Quelle. So wie in der Schule. Molly, deine Mutter ist keine verlässliche Quelle. Ja, das stimmt, die ist gegen die Impfung, tatsächlich. Ich meine natürlich aus genau denselben Gründen, die ich gerade genannt habe. Also, das war ein Zitat, oder was? Leider. Ja, mein Beileid. Ach, geht schon. Einfach nicht über die Impfung reden. Politisch ist sie ja so auf deinem Niveau. Also, wie war es auf meinem Niveau? Heute war zum Beispiel die Aussage, sie würde am liebsten KPD wählen. Die würde ich niemals im Leben wählen. Die KPD. Die würde ich niemals im Leben wählen. Wenn sie nicht so lächerlich wäre halt, ne? Ich würde niemals in dem KPD wählen. Die Plakate der MLPD finde ich immer wieder noch lustig, weil auf meinem Arbeitsweg hängen davon ganz viele. Das möchte ich gerade mal. Probleme, eine Lösung, Kommunismus. Ich meine, es würde die Probleme lösen, aber es wird sie nicht gut lösen. Und neu erzeugen. Es wird nicht aber funktionieren mit der Menschheit. Das ist es halt. Das ist so das Problem mit Kommunismus. Ja, kannst du gerne mit einer anderen Spezies ersuchen, aber mit Menschen wird das nichts. Es wird mit keiner Spezies was. Ja gut. Einzeller. Warum? Vielleicht. Keine Spezies auf diesem Planeten. Warum machst du das? So. Was wir brauchen ist nicht Kommunismus, eher Sozialismus. Definitiv. Oh, mein Stream scheint abgekackt zu sein. Oder? Moin, ich möchte mal klarstellen, dass ich niemals die KPD wählen würde. Nein, das war ein Witz. Das war ein Witz, weil du linker bist als die Linke. Aber das ist nicht schwer, linker als die Linke zu sein. Das ist nicht schwer. Alle Parteien, die aktuell zur Wahl stehen, sind verdammt liberal. Da unterscheiden ja, sich generell nicht sehr viel. Aber das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, Linke als die Linke zu sein, Leute. Das ist nicht schwer. Hat die Linke überhaupt noch das mit der NATO im Wahlprogramm stehen? Da sind wir nicht durchgegangen. Doch, sind wir. Sind wir die Linke durchgegangen? Sind wir. Hat die das mit der NATO noch drin stehen? Ich erinnere, bin mir nicht sicher. Das hatten wir schon im Podcast. Ich erinnere mich null an die Linke. Weil es uninteressant war. Weil es sowas von uninteressant war. Wahlprogramm. Ich erinnere mich aber daran, dass wir die AfD durchgemacht haben und dass es sehr dumm war. Ja, die Linke war als. Das ist ja. F, NATO. Wenn ich jetzt Nahtoderfahrung finde. Also, ich weiß, dass wir es durchgenommen haben, weil ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, dass sie. Weil sie den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen nicht ein einziges Mal im Wahlprogramm drin stehen haben. Was ich für die Linke ziemlich schwach finde. Noch einmal also irgendwo am Rand. Im steht insgesamt 21 Mal NATO im Linken-Programm. Also ich habe so nachgeguckt, also es war nicht wichtig genug, dass es da drin stand. Das ist, also bedingungsloses Grundeinkommen ist kein Thema für die. Was ich scheiße finde von der Linken. Die Linke ist hier nicht links genug. Ja. Wiederhole ich auch gerne wieder. Die Linke sind auch alles Nazis. Nein, das nicht. Doch, so funktioniert das Internet. Sind sie nicht so links wie du, sind es Nazis. Okay, ja, es steht noch drin. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir fordern die Auflösung der NATO. Warum wollen die das eigentlich nochmal? Die NATO ist ein Relikt des Kalten Kriegs und so agiert sie auch heute noch. Für die Linke ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir brauchen eine Politik der Entspannung gegenüber Russland statt weitere Eskalationen und Truppenaufmärsche oder Manöver an dessen Westgrenze. Das ist eine der großen Lehren und Verpflichtungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Konfrontation ist keine Grundlage für Sicherheit. Auch der Krieg gegen den Terror der NATO-Staaten hat keine Sicherheit geschaffen. Im Gegenteil, Zeit endlich umzusteuern. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung. Hoffentlich ist das Wahlprogramm durch. Unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Ja, schöne Idee, aber ich glaube, da macht Russland nicht mit.
Ja, das könnte problematisch sein. Eventuell. Mit Abrüstung haben die nicht so viel Interesse dran, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, ich weiß nicht ganz, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die wollen das nicht. Mal Prof, du kannst dich nicht beschweren, du hast Grüne gewählt. Ja, hab ich. Ja, zumindest keine verschenkte was, Stimme. Was ich unerklärlich finde. Ja, was willst du sonst wählen? SPD? Meine Kleinstpartei. Ja, toll, und das bringt das ist, was? Kleinstpartei wählen ist Stimme wegschmeißen. Ja. Okay, halt wo fange ich an? Leider nicht. Zum einen gibt's... Der Punkt, bei denen du bringen könntest, wäre, dass sie ab über 0,5%, dass sie für jede Stimme irgendwas zum einen, ein paar Cent... Ja, genau. Zum einen gibt's das Parteienfinanzierungsgesetz, was den 0,5%... Verdammt. Was den 0,5% Finanzierung ermöglicht. Das macht die 0,5% Hürde. Und zum anderen kannst du, Beispiel die Partei, kann man sehr gut sehen, wenn genügend Leute, wenn jetzt jeder sagt, nö, die Kleinstparteien wollen wir nicht wählen, das bringt uns doch nichts, dann stimmt das ja, dann gebe ich dir recht, haben die Kleinstparteien wirklich keine Chance. Aber wenn es, wie man bei der Partei sieht, da genügend Leute, die Kleinstparteien wählen, haben sie auch Chancen, mal die 5% Hürde zu erreichen. Aber ich sehe aktuell keine Partei, die irgendwie auch nur im geringsten diese Chance hätte. Ganz genau. Also die maximal. Die, glaube ich, noch maximal. Am ehesten vielleicht es schaffen könnten, irgendwann in diese Richtung zu kommen, wäre die Volt, aber sonst. Also ja. Die Partei ist jetzt beim. Ist jetzt in. Also beim Berlin, beim Bundestag weiß ich nicht, da denke ich eher nicht so auf die 5%, aber was den. Da wirst du nicht wählen dürfen, aber für das Berliner Abgeordnetenhaus, da steht die Partei in den Umfragen auf 5% momentan. Das ist schön, aber ich sag's ehrlich, die Bundestagswahl dieses Jahr ist halt zu wichtig, als dass man eine Kleinstpartei wählen sollte, finde ich. Das sehe ich komplett anders. Ich sehe es so, die Bundestagswahl ist zu wichtig, um keine Kleinstpartei zu wählen, weil die etablierten großen Parteien, die sind keine Alternative. Das ist die Ja, trotzdem wird eine von denen gewinnen. 100%, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber das ist. Aber damit wird es nichts ändern, wenn du eine etablierte Partei wählst. Bei den Grünen würde sich wahrscheinlich was ändern und SPD könnte auch potenziell ein bisschen besser sein. Also bei den Grünen. Ich sehe es halt einfach so: Die Grünen haben auch genug Punkte, bei denen sie mir nicht gefallen. Aber sie sind generell liberal, genauso wie eigentlich. Also alle bei den Grünen ist das. Aber was sie haben, ist Punkte zum Thema Umwelt. Das bei den Grünen ist das Problem, da kommt es halt ganz drauf an, mit wem sie in der Regierung sind dann. Wenn sie mit der CDU in der Regierung kommen, dann kann ich dir schon mal sagen, wird sich absolut nichts verändern. Ja, das ist eine Wirkung, die CDU auf jede Partei hat. Dann wird die Grüne einknicken und wird einfach aktuell sieht's ihr ja Umweltprogramm nicht einfach aus, als würde die CDU noch großartig schaffen, sehr viel größer zu werden. Außerdem hat die Grünen nicht unbedingt allzu viel Interesse mit den Schwarzen zu koalieren. Und außerdem ist die sehen, was die Wahl bringt. Und außerdem sind die Umweltziele der Grünen auch jetzt Umweltziele der Grünen sind nicht hart, sie sind alternativlos. Sie fordern sprichwörtlich das, was wir als Pariser Klimavertrag unterschrieben haben, als Land. Aber es braucht härtere Klimaziele als das, was die Grünen machen. Das ist die Grünen. Es ist besser als nichts schon mal. Ja, besser als nichts. Bisher hatten wir nicht. Härtere Klimaziele könntest du vielleicht noch mit der V3 umsetzen, aber die kommt halt nicht in den Bundestag. Besser als nichts, dann kannst du auch zu der CDU sagen, das ist... Nein, die machen nichts. Die machen weniger als nichts. CDU, ja. Die machen Rückschritte. Ich würde auf keinen Fall eine etablierte Partei wählen, weil es einfach. Es ist, ja. Wäre halt einfach KPD. Nee, das auch nicht.
Es gibt viel Bullshit bei den Clansparteien, aber es gibt's. Ja, es gibt sehr viel Bullshit. Ich habe es gibt viele Wahlen. Die ganzen Ein-Themen-Parteien kannst du halt keinerlei Regierungsverantwortung geben. Es gibt auch sehr viele großartige Clansparteien, die. Wir einigen uns einfach drauf. Wir sollten einfach der Gartenpartei die Regierung überlassen. Na, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Doch, auf jeden Fall. 100%. Genau den 4 Leuten, die da Teil von sind. Was? Keine Ahnung, wie groß sie sind. Das habe ich einfach geraten. Die Gartenpartei ist ja... Es ist ja... Ich weiß nicht, das ist... Wie viele Leute sind da eigentlich Teil? Es sind mir so unwichtig, dass ich mich mit denen noch nicht beschäftigt habe. Hatten die dich abgesagt wegen der Anfrage und bist du deshalb sauer immer noch? Kann das sein? Nee. War das nicht was? Das war so, aber das ist... Haben. Das war so, aber das ist das spielt da jetzt keine Rolle. Natürlich nicht. Guck auf das Wahlprogramm. Keine persönliche Abneigung oder so. Guck auf das Wahlprogramm der Leute und ich habe mir jetzt mal das Wahlprogramm von Team Todenhöfer durchgelesen. Was für ein Ding? Team Todenhöfer, die Gerechtigkeitspartei. Ach die, ja. Das ist ja der Todenhöfer, das ist also ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt, der Todenhöfer, dem seine Partei ist das ja. Der hätte ich nicht gedacht. Der war ehemals Mitglied in der CDU. Das musst du mal wissen. Das muss man dazu sagen. Und das merkt man, das habe ich mir als das Wahlprogramm durchgelesen, aber man merkt, dass er Mitglied in der CDU war und einige Punkte im Wahlprogramm. Hätte ich ihn eher auf FDP geschätzt, aber das liegt vielleicht also, einfach nur wegen Personenkult. Also einige. Mit FDP meinst du die Lindner-Partei, oder? Die Lindner-Partei, genau. Ja, genau. Also einige Parteiprogrammpunkte bei ihm sind halt noch ziemlich CDU. Das ist, also sind halt, man merkt halt, da spricht die CDU aus ihm. Manche. Also das Parteiprogramm von Team Todenhöfer, das ist so ein Mix aus, ein 50-50 Mix aus CDU und Linke. Wie das geht, weiß ich auch nicht, aber es ist es. Naja, ganz das einfach alt und links sein. Es ist halt konservativ und links auf einmal, aber das ist... Ja. Und anhand dieser Partei sieht man ganz gut, dass halt seit Personenkult ziemlich gut funktioniert. Das funktioniert immer. Ich bin mal gespannt, die was wenigsten, die Höfer so an Prozenten bekommt. Die wenigsten Leute. Die haben erstaunlich viel auch in ihre Kampagne gesteckt. Die wenigsten Leute gucken nämlich noch oft auf die Programme. Das ist genau guckt, Kinder liest sich die Programme durch. Ganz ehrlich. Also ich bin das Programm der Grünen durchgegangen, bis auf den ganzen Gender-Quark, bei dem sie doch etwas sehr eskalieren. Ich wurde dazu gezwungen, das Programm durchzugehen. Ich habe kein Problem mit Gendern und sonstigen. Aber das ist Frauenquote von 50% auf jeden Fall wieder sofort reindrücken. Es hilft nicht. Und da gab es ja auch die Sache beim Wahlkampf, wo die jetzt und da gab es ja dieses so lange gestritten, bis es nicht mehr zugelassen. Ja, die eine und dann gab es dieses Foto, wo sie die Männer rausgeschnitten haben. Ja, das war ja auch so eine Sache, okay. Umgedrückt ihren Wahlwerbespot, wo sie singend anzugucken. Ich habe da immer noch das Nazi-Lied, was sie kopiert haben, das ist auch schön. Das habe ich noch nie mal mitbekommen. Das ist ja das hier. Kein schöner Land in dieser Zeit, das ist halt. Es ist kein Nazi-Lied, aber muss man sagen, aber es ist halt das letzte. Vor zwei Stunden kam der dritte Teil von Rezos Zerstörung raus. Es ist halt leider so, dass das Lied bekannt durch den Film hier Der Untergang ist. Da hat man zuletzt die Szene gesehen, wo Goebbels Kinder halt das Lied singen und ist halt schon ein bisschen schwierig. Sollte man im Wahlkampf vielleicht mal ein bisschen aufpassen, welche Lieder man nimmt so für das ist. Okay, Zerstörung Finale, Korruption. Diesmal ist das Video 43 Oha, Minuten lang. Ja. Da gibt's viel zu sagen bei der CDU. Ja, ich warte auf die ganzen Reactions. Ich geh mal davon aus. Wobei direkt auf dem Thumbnail ist auch direkt Scholz mit drauf geschrieben, also. Ja, ist ja auch korrupt, wieso? Ja, gut. Ja, unser lieber Herr Finanzminister. Bitte was?
Und bald kommt ein Bundeskanzler. Oh, mal gucken, was wird. Er wäre besser als Laschet. Ja, aber besser als Laschet zu sein ist auch nicht schwierig. Das ist keine Kunst. Ich bin auch besser als Laschet. Ich bin mir sicher, ich bin besserer Bundeskanzler als Laschet. Ja gut, du musst eigentlich nur nicht wütend auf Kinder sein, um besser zu sein als Laschet. Oh, das ich ist muss nicht schwer. An den Osteo-Artikel denken. Ich wäre ein besserer. Mhm. Oh, selbst ich wäre und ich bin definitiv kein guter Bundeskanzler. Definitiv nicht. Man sollte mir auf keinen Fall die Rolle des Bundeskanzlers übergeben. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, meine Stimme hast du. Definitiv nicht. Sollte ich irgendwann mal auf die Idee kommen, haltet mich ab. Für die Partei zu kandidieren. Haltet mich ab. Posteo. Zufall? CDU-Staatsanwalt veranlasst Razzia in Kinderzimmern von Pauline und Romeo. Ja. Aber ich glaube... Sehr guter Artikel. Aber ich glaube, da habe ich auch ziemlich gut... Ich bin mir sicher, ich habe da relativ gut vorgesorgt, dass ich dann, falls ich irgendwann mal auf die Idee kommen sollte, mal als Bundeskanzler ernsthaft zu kandidieren, Politiker, ich habe dort... Nicht Politiker, aber als zum Bundeskanzler für irgendwas zu kandidieren, ich... Dann oh, wird Bürgermeister sehe ich dich. Dann wird irgendwas rausgekriegt. Ich habe genug Sachen, also muss man nur meinen Podcast gucken. Da werden bestimmt genug Videos und Clips rausgesucht, die mich so peinlich dastehen lassen. Das ich dann, distanziere mich von diesen Menschen. Bei mir werden sie Probleme haben, rauszufinden, wer oder was ich bin durchs Internet. Ich fahre ja immer wieder die Offensive, mich komplett aus Google-Suchergebnissen zu entfernen. Ja. Oh. Ob das klappt? Also wenn man nach meinem Namen sucht, findet man jetzt noch zwei Sachen, die wirklich wo ich bin. Das ist einmal ein Jahresbericht von meiner Schule damals als PDF und das Blatt von meiner Konfirmation. Das Kirchenblatt. Und das war's. Und das sind das nicht mal mehr die ersten Ergebnisse. Der Prof und gar ich. Gar nicht schlecht. Prof und ich tue das Gegenteil. Er sorgt ja, dafür, dass ich tue alles davor, dass man mich findet. Das also wenn du Zwergenfürst-LP suchst, dann dürftest du mich finden. Und ich meine, der Name ist öffentlich, also von daher. Nicht. Auch mein Vor- und Nachname dürftest du mich finden. Dürftest also, wenn ich Vor- und Nachname ist sehr eingebe, easy. Findet man. Alles Mögliche außer dich. Das ist das Problem bei seinem Namen. Ja, das ist das Problem. Das ist so ein. Das ist schwer. Dass ich so einen ja. Random Vornamen habe, ist dann. Du hast halt so richtig einen klischeehaften Namen. Ich sehe hier nur Leute in Anzügen. Ja. Ja. Irgendwelche Xing und Link Bullshit-Sachen. Das ist halt fantastisch. Allein das ist schon ein Grund, warum ich nicht Bundeskanzler werden kann. Weil mit dem Namen kannst du nicht, das ist so. Mit dem Namen, also mit Armin Laschet kannst du... Ich kann mir daran denken, mit der Parlamentswahl in Russland habt ihr das mitbekommen. Du kannst halt kein... Putin und Putin? Nein, bei der aber ähnlich. Ja. Einer von der Partei von Nawalny hat sich aufstellen lassen. Oh nein. Und dann kamen plötzlich zwei von Putins Partei, die sich umbenennen lassen haben, gerichtlich, zu seinem Namen, und sich dann noch ein bisschen so zurechtgemacht haben, dass sie gleich aussehen wie er. Ach du Scheiße. Sprich, du hast dreimal exakt denselben Namen auf Wahlzettel. Ja. Und what the fuck? Gummi selbst Person. Das ist fucking Putin. Ach, Russland, ey. Es ist so traurig, ach, aber auch irgendwie blöd, ja. Ganz ehrlich, Russland ist doch ein einziges Meme mittlerweile geworden. Es ist schon, ja, leider schon ein ziemlich knallhartes Meme. Ich hab ja einen Kumpel, der in Russland lebt. Und der ist da nicht gerade happy, sagen wir es mal so. Was man auch nicht unbedingt so sein kann als schwuler Russe in der Nähe von Moskau. Oh, scheiße. Ja, gut. Ja, da habe ich mal eine Dokumentation drüber gesehen. Ja, er guckt momentan, dass er so schnell wie möglich rauskommt. Das soll er mal tun. Er versucht gerade einen Studienplatz in Kanada zu kriegen. Also als Schwuler wirst du da ja, da wirst du ja behandelt wie ein... Ja, er ist nicht offen schwul aktuell. Das ist das würde ich dir. Mal, das hilft schon mal. Das würde ich dir in Russland auch nicht raten. Ja. Aber es ist halt...
unpraktisch. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber... Und er guckt jetzt halt, dass er so schnell wie möglich, sobald sich's ergibt, dann nach Kanada rüberkommt und dort dann halt, Du wirst halt gar nicht wie ein Aussätziger. Programmierung als Studium lernen kann. Eigentlich wollte er in die USA, aber die USA hat halt komplett Auslandsstudiengänge für Russland gesperrt. Tja, kommt er nach Deutschland. Hab ich ihm auch schon gesagt und er kam von ihm, oh, but I don't want to learn German. Noch geht's, noch kommt er aus Russland nach Deutschland raus. Noch ist gut. Ja. Ja. Aber um hier zu arbeiten, muss er halt wirklich deutsche Sprachprüfung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das könnte problematisch werden. Ohne Deutsch zu können in Deutschland sein, das ist eine schlechte Idee. Da bist du halt auch in verschiedenen Arten. Verschiedene Weise bist du. Na gut, das meiste von Deutschland geht noch, nur nach Bayern sollte er nicht gehen. Ja, aber du kommst, kriegst halt keinen Job, kriegst halt keine. Du kommst halt, du musst halt auch die, auch alle ohne Anträge Sprach- und so weiter, das ist halt alles. Ja, ohne Sprach, ganz ehrlich, ohne die Sprachprüfung, dass du halt mindestens, glaub, C1 oder sowas, Kenntnisse hast, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Du kriegst gar nichts in Deutschland ohne deutsche Sprache. Du kannst gar nicht arbeiten. Und kriegst auch kein. Du kriegst Englisch auch. Das ist machbar für ihn. Also. Ja, aber die Anträge sind auf Deutsch, du musst die Anträge verstehen können, das ist halt. Ja, und da müsste halt, wenn er nach Deutschland kommt, muss er sofort Deutsch lernen. Auf jeden Fall. Was ich schlecht finde, das würde ich auch gerne ändern, aber... Wie Spaß macht zu lernen, wenn man aus dem Russischen kommt. Ich finde, es muss auch möglich sein, in der heutigen Zeit auf Englisch klarzukommen. Es muss auch möglich sein, dass man mit Englisch die... Wenn du in einem Land lebst, dann solltest du auch die Sprache des Landes beherrschen. Wobei jetzt gerade die ganzen deutschen Unis haben jetzt angefangen... Das ist das, was die AfD auch sagt, dass die Nazis... Viele von den deutschen Unis haben jetzt auch angefangen, ihre Studiengänge auch alle auf Deutsch noch zu... Modi? Auf Englisch zu halten. Ja. Man, das ist aber Nazi-Sprech, was du da machst. Das ist, wenn er nach Deutschland kommt, dann muss ich an Deutschland anpassen. Der muss die deutsche Sprache lernen, Da ich weiß, dass es teilweise Familien in der dritten Generation gibt, die kein Deutsch sprechen, aber in Deutschland wohnen. Und das ist völlig in Ordnung. Nein, das finde ich nicht gut. Das ist nicht in Ordnung. Integration. Das ist nicht in Ordnung, weil sie damit nicht zurecht. Des Landes lernen. Ja, weil oder zumindest ich beherrschen. Sehe keinen Grund, dass ich mich an 182 verschiedene Sprachen anpassen muss, nur weil Leute nicht vorhaben, die Sprache des eigenen des Landes, in dem sie sich aufhalten sollen. Ja, weil du sonst nicht klarkommst, in dem Land, aber nur deswegen, weil es ist. Ja, ich sag's ja, Linker ist die Linke, ne? Das ist schon Grund genug. Das ist schon Grund genug, das Bullshit dass du dich im Land zurechtfinden solltest. Dafür solltest du die Sprache des jeweiligen Landes lernen. Ja, das ist Nazi-Sprech. Das ist, du sollst nach Deutschland kommen, damit du sollst dich dann an uns anpassen und so ist. Das ist doch auch so! Das ist. Du sollst dich integrieren, wenn du in deinem Land. Integrieren bin ich ja, definitiv. Integrieren, das ist ja. Integration. Sprache lernen ist integrieren. Was denkst du, was Integration ist, dass die alle eine Weißwurst essen können oder was? Ist. Also, Entschuldigung. Ich mag Weißwürste und ich bin gebürtig deutsch. Ja, ich auch. Ich hasse Weißwürste. Dieser ekelhafte Darm. Da kommen wir auch dann bald zu deutscher Leitkultur. Das ist, die Leute sollen unsere deutsche Leitkultur, die sollen. Das was auch immer das sein soll. Die Sprache zumindest. Sprache sollen sie lernen und sich an die Gesetze halten. Naja. Das ist alles, was man verlangt. Ja. Ich finde, Englisch geht auch. Sollte gehen. Dann wander in die USA aus, wenn dir Englisch reicht. Du kannst nicht mal Englisch. Ja, aber es stimmt und das ist ein Fehler. Stimmt und das ist schlecht. Das ist, also. Und ich komme auch teilweise nicht richtig klar auf an manchen Gebieten. Deswegen. Was sind Gebieten, die kein Deutsch sprechen? Also Sachsen. Ja, zum Beispiel Sachsen. Oder ich komme halt aus Sachsen. Also ich komme nicht aus Sachsen, aber ich wohne in Sachsen. Ja gut.
Du bist so sächsisch, wie man nur sein kann, ohne. Du hast dich schon gut integriert. Naja. Wie gesagt, du bist so sächsisch, wie man sein kann, ohne dass es. Nervig ohne dass wird. Es so klingt. Ja. Das nehme ich jetzt Beleidigung auf. Das solltest du. Inwiefern bin ich sächsisch? Gerade genug. Das verstehe ich gerade nicht. Ihr stellt euch gerade sächsisch an, mit euren Nazi-Sprechen. Von Leuten zu verlangen, dass sie sich integrieren, ist kein Nazi-Sprech. Absolut nicht. Das stimmt, aber das ist, ihr habt nicht verlangt, dass sie sich integrieren. Doch, die Sprache eines Landes lernen ist der erste Schritt in der Integration. Der allererste. Oder sollte es sein? Ja, also der erste Schritt nicht. Nummer eins ist die Sprache des Landes. Ich sag ja auch, dass man die deutsche Sprache lernen soll. So ist es nicht. Aber. Du hast gerade genau das Gegenteil gesagt. Zweimal. Aber nicht als erstes, nicht als. Doch, natürlich als erstes. Ich finde, dass Englisch auch gehen muss. Das ist. Für Leute, die kein Deutsch können. Wenn du als Tourist da bist, sollte Englisch gehen. Genug Deutsche können schon Deutsch ist, kein Englisch. Deutsch ist Weltsprache. Englisch ist Weltsprache. Jetzt kommst du ins Nachhinein. Deutsch ist Europasprache. Das habe ich verwechselt, Deutsch ist Europasprache. Ich glaube nicht Europasprache. Doch, zumindest nein. Im Europaparlament, wenn du ins Europaparlament guckst, da wird Deutsch gesprochen. Für dich als Deutscher, der die deutsche Version davon ansieht, ja. 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 Weil alle Reden im Europaparlament werden auf Englisch gehalten. Ja, die werden nur übersetzt. Naja. Außer das Englisch der jeweiligen Person ist zu schlecht, dann hält sie es auf ihrer jeweils eigenen Sprache und ein Übersetzer übersetzt es auf Englisch für alle anderen. Das nennt sie Oettinger. Also auf Deutsch gesagt, doch, die Deutschen reden schon Deutsch, ja. Die meisten, ja gut, hängt von der Partei ab. Es nennt sich Günther Oettinger, der nicht Englisch sprechen kann. Oh, wer war nochmal der dauernd Umbrella in seine Rede eingebaut hat? War das Oettinger? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass der ganz schlechtes Dialekt hat und das ist dann immer so. Akzent. Nicht Dialekt. Akzent. Von mir aus auch das. Ja, Oettinger. Ja, wie gesagt, das klang nach eben. Das spricht mit einem ziemlich deutschen Akzent. Ja, man kennt ihn. Das ist das Oettinger Englisch. Das Oettinger Englisch. Man kennt's. We should let the church in the village. Ja. Natürlich. Ja. Oh, stimmt, die Forderung. Ne? Stimmt, im Übrigen forderte genau dieser Oettinger Englisch als Amtssprache in deutschen Ämtern und Universitäten. Ja, damit er es lernen kann. Ist doch gut, er setzt sich dafür ein, dass andere Leute nicht in seine Situation geraten. Ja. Oh. Das macht ihn doch fast sympathisch. Das ist noch meine Beweggründe. Ja. Ja gut, mein Favorit bleibt für immer die Intercity-Rede, wenn es um Politiker geht. Die kenne ich gar nicht, ja. Was war das? Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Nee, oh, darum das. Geht's nicht. Das hat damit nichts zu tun. Wirklich? In Thank you for traveling with Deutsche Bahn ist ein Song von, Wise Guys. Wise Guys. Ja gut. Hätte sein können, dass das auch vorkommt. Dann sprichst du das falsch, Prof. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Bis. Das S wird, das englische F wird immer irgendwie. Ja, das ist über Transrapid-Rede, einfach ein Klassiker. Bis. Oh, stimmt. Oh! Du musst lernen, das TH als S auszusprechen. Ja, so wie meine Oma. Seit wann sind die Aktivitäten für mehr Server freigeschaltet? Man kann jetzt in Discord Poker spielen. In Discord selbst ohne Bots oder was? Ja. Oh scheiße. Was? Und Schach. Bei Schach bin ich dabei.
Ich kann kein Schach. Ich auch nicht. Das wird spaßig. Ich kann es ein bisschen. Aber ich bin nicht gut. Absolut nicht. Ich kann es gar nicht. Ich kann die Grundlagen und habe in der Schule einmal gewonnen. Dann kann ja die Schachpartie beginnen.